Das sieht einladend aus. Ach, hier sind auch noch Gegner. Oder reden die mit mir? Ihr seid doch Gegner, oder? Ja, seid ihr. Hallo? Nein, ich habe mich wieder verwandelt. Das will ich doch gar nicht. Mann. Da geht's voll lang und so. Da will ich noch gar nicht lang. Ich will erstmal hier zur Truhe. Ich komme hier noch gar nicht hin. Aber den Schlüssel brauche ich, der da drin ist. Was ist denn hier hinter? Nix. Toll. Toll. Stellt mir doch nicht einfach Kisten dahin, wo nichts drin ist. Da komme ich nie rein. Hier sind auch nochmal Kisten und Fässer und alles kaputt machen. Könnte ja was drin sein. Ich will das eine Fass da. So, und das auch. Geht nicht. Es geht nicht kaputt. Doch. Da komme ich noch nicht rein. Da hängt eine Lampe drin. Hier braucht man Schlüssel. Wird ja richtig kompliziert hier. Wahrscheinlich gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. So, da sind auch noch Truhen. Also, Holzkisten. Ein Thron, noch ein Thron. Alles kaputt machen. Könnte irgendwo was drin sein an Geld oder so. Genau. So. Dann wollen wir doch mal den einen Weg da nach unten gehen. Da sind noch Kisten. Ja, ich mache die Kisten alles schön kaputt. Manchmal sind nämlich auch Tränke drin. Und Gratis-Tränke sind gratis. Da, sag ich doch. Wunderbar. Super. Wie viele Tränke haben wir denn jetzt? Drei. Drei Heiltränke und zwei Zorntränke. Lässt sich mit leben. Ladescreen. Links liegt eine Leiche. Ach, der war da mal angekettet, der Arme. Okay, ist hier oben was? Da, warte mal. Haha, Moment. Muss ich hier hoch, oder? War das jetzt voll vorausgedacht? Nicht wirklich. Komme ich noch höher? Ladescreen. Das ist doof, dass der hier ist. Da komme ich noch nicht weiter. Lass mal los. Da ist unser Kollege mit der kaputten Hand. Gehen wir einfach mal hier weiter. Ah! Mann! Kommt der einfach so um die Ecke geschlichen. Hier brauchen wir die Lampe. Um die Tür zu öffnen, um da lang zu kommen. Und hier können wir so weiter. Okay, dann gehen wir hier lang. Na, kommt wieder einer um die Ecke gelaufen? Nein? Kann ich da hoch? Da ist eine Truhe. Komme ich da dran? Da hoch komme ich nicht. Hä? Komme ich denn da hoch? Da drüber ist nur ein Loch. Okay. Wahrscheinlich muss ich da runterfallen. Da muss ich irgendwie hochkommen. Oder so. Wo sind wir denn jetzt? Hier ist ein Schalter. Das ist schon mal schön, dass hier ein Schalter ist, den man einfach mal so betätigen kann. Hallo Tür. Noch ein Schalter. Den man nicht einfach so betätigen kann. Hallo Plattform. Was geht hier ab? Drehen wir einfach mal den Schalter hier. Nein, du sollst ihn schon... Ne? Nein, bleib doch dran. So, geht doch. So rum geht nicht, einmal andersrum. Okay, ich muss nicht wieder teilen. So. Wechseln. Hier raus, ne? Ja. Schön festhalten. Ich will nur mal schauen, was es hier so gibt. What? Was ist das? Warum ist das Bild so komisch? Ist das, weil ich zu weit weg bin von dem? Wow. Das war... Das ist ein Schalter. Aber wofür? Wofür? Kann ich theoretisch auch... Kann ich auch... Moment, ich will was ausprobieren. Den Schalter...
Nein. Kannst du von der anderen Seite dran tot? Ja, kannst du. Moment. Kann ich jetzt auch mich in Stein verwandeln? Den im Prinzip so halten? Nee, das geht nicht. Kacke. Durchlaufen kann ich da ja nicht. Ah, das ist Mist. Ich dachte jetzt, der Schalter wird dann von der Steinstatue gehalten. Sie hängt da dran. Auf jeden Fall. Sie schwebt. Naja. Kann man die Statue tragen? Kann man nicht tragen? Mist. Das fände ich jetzt gut. Ah, guck mal. Habe ich auch die Fähigkeiten? Gut. Jetzt können wir den Schalter nämlich drücken. Was passiert jetzt? Kann ich das Ding rausbewegen oder was? Ich wollte gar nicht wechseln. Ich wollte bewegen. Was kann ich jetzt mit dir machen? Hältst du das unten? Nö. Okay. Ja, dann müssen wir wieder dran ziehen. Nein, ich drücke immer zu lange Kreis. So. Wechseln. Den da durchbewegen. Ich denke mal nicht, dass der Schalter drücken kann, ne? Hä? Ich muss das alles gerade nicht verstehen, was hier abgeht, oder? Wir können nicht so weit weg von unserer Figur. Okay, so viel habe ich dann jetzt auch verstanden. Was ist denn, wenn wir hier drauf gehen? Nix, ja, ist okay. Was soll ich denn jetzt mit der Plattform machen? Nee, hier stößt er die weg. Aber was soll ich mit der? Ich hab zu lange Kreis gedrückt. So. Was soll ich mit der machen? Ich drück. Ah, ich krieg das nochmal auf die Reihe. Hier so draufstehe, bringt das ja nichts, ne? Nö, dann drückt er sich die weg. Auf die drauf. Ich kann da nicht durchspringen. Das checke ich jetzt schon wieder nicht. Ah, ich habe die Idee. Ja, ist okay. Ich habe es verstanden. Okay. Wir stellen einfach die Statue da drauf. Wechseln den Geist. Hängen hier noch dran irgendwie? Ich will hier gar nicht dran hängen. Lass runter. Was ist los? Und schieben den da durch. Und dann ist tot auch drüben. Und dann hätten wir das. Sehr schön. So. Und der andere kann jetzt durchgehen. Und kann die Truhe öffnen. Ja, nehmen wir so mit. Das war jetzt nur für die Truhe das Rätsel, okay. Gut, dann gehen wir jetzt weiter.
Ich muss dran denken, dass ich die Statue auf der Plattform... Wahrscheinlich wird das noch wichtig mit den Plattformen, dass wir die Statue auf Plattform bewegen müssen. Ach, schön wird das. Ist hier das Loch zur Truhe? Ich traue dem Loch nicht. Müsste aber sein, ne? Aha. So. Wahrscheinlich war das nicht das richtige Loch, so wie es gerade aussieht, weil dahin ist noch eine Truhe. Ah doch, war richtig. Ah, es war perfekt. Hier muss ich hin. Hier gibt's den Schlüssel. Sehr schön. Und ein Knöpfchen, das wir drücken können. Momentan wird das richtig schlimm mit meiner Verpeiltheit mit den Rätseln. Liegt aber auch daran, dass hier immer so viele neue Rätsel dazukommen. Rätselmöglichkeiten vor allem. So. Kein Problem, die Jungs. Hi. So. Gehen wir mal da lang. Mal schauen, was da auf uns wartet. Ah, großer Raum ist groß. Ich sehe schon Leuchtkugeln, ich sehe Kisten. Ich sehe Seelenlenkerzeichen, das heißt, hier gibt es irgendwo eine Karte des Seelenlenkers. Irgendwo ist hier eine Karte. Halt dich fest, du doofe Sau. Mann, ich stand genau davor. Muss ich so machen? Kannst du ja auch leicht machen, oder? So, wo ist der Seelenlenker? Wo ist die Karte? Das Zeichen ist hier. Das heißt... Hier gibt es irgendwo eine Karte, die hier rumliegt. Da unten nicht, ich denke mal. Hältst du dich dran fest? Nein! Oh Gott, ich dachte, ich sterbe jetzt. Okay. Wandlauf. Halt dich fest. Na, gibt es hier irgendwo eine Karte? Ich fände das jetzt cool, wenn ich die finden würde. Ich brauche die. Da kann ich runter. Hier gibt sie. Ist das die Seite der Toten oder des Seelenlenkers? Buch der Toten. Okay, nehmen wir auch mit. Des Seelenlenkers wäre mir gerade lieber. Was ist denn hier mit diesem Schalter? Ah, okay. Damit können wir die Brücke drehen. Müssen das aber wieder festhalten mit, den Geistern. Hi. Da lag da rum. Okay, da kommen wir nicht raus. Okay, dann einmal so. Und einmal nicht wechseln. Mann. Nein. So, und Gestalt wechseln. Du hältst jetzt fest, ich gehe mal runter. Was? Warum das? Ich habe nichts gemacht. Warum hat der sich zurückverwandelt? Oh. Was soll das denn? Wo ist die Seite des Seelenlenkers? Ich will die haben. Warum zurückverwandelt? Kann mir das einer sagen? Hm? Nein? Ich finde das doof, dass der sich zurückverwandelt. Macht er das immer? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Falscher Knopf. So. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Außer, dass ich Kreis immer falsch drücke. So. Muss ich hier so runterspringen? Okay. So weit weg kann ich doch nicht von meinem... Schaffe ich das? Nein! Oh. Er hat sie gesammelt. Ja. Aber was bringt mir das denn, wenn die Brücke so steht? Hm. Jetzt hängt der Körper da wieder so toll dran. So. Wechseln. Runter. Und jetzt?